Willkommen zurück, meine sehr verehrten Damen und Herren, bei Julius Caesar in Ara History Untold. Wir machen hier weiter mit unserem Let's Play. Und man muss ja wirklich sagen, wir haben ja noch nicht so viel von der Welt entdeckt, obwohl wir schon jetzt am Ende der Eisenzeit und bald in der Antike sind. Also hier ein bisschen die Teile der Welt erkundet. Und gut dabei, muss man sagen. Mittlerweile habe ich aber auch sehr viel noch dazugelernt durch ganz viele Livestreams. Wenn ihr Lust habt und mehr Content sehen wollt, dann findet ihr Livestreams auf der höchsten Schwierigkeit mit Kaiser von mir, die ihr auch hier auf YouTube, auf meinem YouTube-Kanal nachschauen könnt, unter der Live-Kategorie. Und ich empfehle es euch. Da spiele ich mit Russland, mit Katharina der Großen. Gerne mal reingucken. Das ist wirklich extrem schwer. Wo wir hier noch gemütlich, ich sag mal, ein bisschen spielen, muss man da wirklich sich über alles Gedanken machen. Und ja, wir spielen jetzt aber hier natürlich trotzdem weiter. Wenn ihr euch erinnert, wir haben ja Brundisium da genau erobert. Haben unsere starken Legionen. Sind jetzt halt beim Maximum unserer Städte. Und genau, deswegen machen wir jetzt einfach mal weiter. Wir haben verschiedene Sachen gefertigt. Hier habe ich ein Sägewerk noch gebaut. Da haben wir schon Metallwerkzeuge, fantastisch. So, ich habe natürlich hier die Anordnungen noch nicht so gut gebaut, wie man es machen sollte. Also zum Beispiel Keramikläden in einer Region, Drogerien in einer Region, Webereien in einer Region. Ich habe das, glaube ich, alles sehr verteilt gebaut, wenn ich mich nicht täusche. Das ist, suboptimal, aber auf dem Schwierigkeitsgrad, wo wir gerade sind, ist es nicht so wichtig. Wir haben auch schon unsere 3 Webereien, aber wie erwähnt, leider ein bisschen verteilt. Ich habe nicht so ganz auf diesen Bonus geachtet. Deswegen, ja, das weiß ich jetzt alles auf jeden Fall, habe ich auf dem Schirm für die Zukunft und wir haben hier volle Kraft voraus. Ein Stammesältester erinnert deine Berater mit einem Schreiben an den jährlichen Reitwettbewerb. Ach ja, dafür haben wir, glaube ich, den Reiter auch vorbereitet, oder? Wir bekommen 2 Beziehungen mit Neubrundisium. Ist auch geil. Wir haben Neubrundisium und wir haben Brundisium. Fantastisch, ich lieb's. So. Anzium ist gewachsen. Ja, das ist jetzt ja die Stadt Brundisium. Hier könnte man sogar noch was einsammeln. Wir sollten auch dringend Docks bauen, deswegen ist vielleicht... Ah, hier gibt es natürlich auch noch Reis. Oh, Reis ist halt auch sehr, sehr mächtig, habe ich gelernt. Aber habe ich hier für einen Dock Platz noch? Wartet mal. Ah, hier sind aber Naturfarbstoffe. Die will man natürlich auch verwenden. Nee, okay, passt auf. Dann gehen wir dann doch hier. Oh, hier ist auch noch Baumwolle. Ah, das könnte man natürlich entweder hiermit schon holen. Da hätten wir auf jeden Fall Reismöglichkeiten. Da oben ist jetzt nichts, was wir sofort bekämen. Hier wären halt nochmal Ziegen. Oh, und hier auch. Ah, nee, das ist ein Stamm, oder? Genau, das ist noch der Stamm. Anzium hat so viele tolle Möglichkeiten. Ich nehme jetzt aber tatsächlich die hier im Süden, um an die Baumwolle auch zu kommen. Und in der nächsten Runde holen wir uns mal vielleicht ein Dock. Und dann sollten wir den Spezialisten dafür auch verwenden. So. Ich glaube, ich kann ein bisschen wieder die Musik lauter machen. So. Ich hoffe, es ist jetzt nicht zu laut. So, aber es sollte, glaube ich, passen. Okay. Ja, wir müssten alles erledigt haben. Ah, hier baue ich, glaube ich, schon das Dock. Genau. So, in Anzium bauen wir doch bitte auch mal das Dock. Das gibt nämlich nochmal einen ordentlichen Bonus auf die Produktion hier. Ich bin mir nicht sicher, ob der sich dann... Kann man mehr... Ah, man kann nur einen Dock pro Stadt bauen. Ja, das macht Sinn. Alles andere wäre auch schon ein bisschen zu krass in der Hinsicht. So, wir können uns mal kurz... Ah ja, in Anzium habe ich auch wieder Platz. Meiner Meinung nach ist immer noch Zufriedenheit. Statt Zufriedenheit oder Gesundheit das Wertvollste. Aber wir nehmen mal... Weil dann, doch, ich glaube 80. 80 ist die nächste Schwelle. Nehmen wir den Schmuck. Der ist gut, ja. Schmuck ist super. Hier haben wir die Drogerie. Da ist der Metalltopf leer. Dann nehme ich doch jetzt hier mal... Ja, Metalltopf ist natürlich super. Nehmen wir eine Kräuterarznei. Hier oben haben wir noch alles voll. Hier haben wir keine Nahrung gerade in Rom. Das ist natürlich mal wieder suboptimal gelöst. Ich müsste halt einfach mal dieses wilde Tier hier wegbekommen. Dann könnte ich auch noch hier einen Hof bauen. Ich
baue einen Hof, danach kommt ein Bauernhof. Okay, dann beschleunigen wir das mal. Kann ich noch irgendwas verändern? Ich könnte weniger Wohlstand verwenden. Habe ich noch irgendwas, was als Nahrung... Ja, Getreidelager, komm. Dann machen wir das jetzt so. Wo habe ich noch Truppen? Die habe ich jetzt alle in den Norden gezogen, richtig? Oder dort der Speerkämpfer. Den schicke ich mal zurück. Der soll mal diesen Wolf hier noch erledigen. Dann können wir da noch einen Hof bauen. Wir haben eine Veranstaltung. Die innere Spinne, ein Gesandter erzählt eine unerhörte Geschichte. Okay. Ein armer Seidenspinner hat an dessen Hof um die Hand der Tochter des Anführers angehalten. Wenig später brach der Spinner zu einer großen Reise auf, um seinen Wert zu beweisen. Der Anführer ließ ihn ziehen, ohne ihm etwas zu versprechen, und bat dich um deine Meinung. Mhm. Anansi ist eine westafrikanische Sagengestalt. Eine Gestaltwandlerin in einer Spinne. Okay. Oh, wir könnten einfach einen Pelz bekommen. 10 Vermögen und eine Beziehung. Oder ich bekomme Seide. Oder wir verlieren einen Schwertkämpfer, den wir sogar verfügbar haben, und bekommen 2 Beziehungen. Ja, ich will die Beziehungen. Ich will die Beziehungen. Die werden uns sowas von Bevölkerungsboosts geben. Noch eine Sache. Mit den Palmyrern. Ein Bote. Bittet dich um Waffen für den Sieg. Ich habe keine Metallbarren. Tja, dann werden die Beziehungen wohl nicht besser werden. Tut mir leid. Ah, die restlichen Truppen stehen hier ganz solide, glaube ich, fürs Erste. So, das haben wir alles erledigt. Ich muss hier nochmal gucken. Okay, also es wird auf jeden Fall überall was produziert. Schauen wir mal kurz in die Werkstätten. Genau, da baue ich jetzt diese wichtigen Metallwerkzeuge. Durchgängig. Das ist schon mal sehr sinnvoll. Aber dann sollten wir das natürlich auch verbessern. Ich vergesse immer, dass ich ja auch einfach hier noch so aufklappen kann. Aber das gilt nicht für die Verbesserungen. Das gilt quasi nur für die Beschleunigung, wie wir die Metallwerkzeuge herstellen. Ich könnte hier auch einfach noch Holz verwenden. Dann geht es ja noch schneller. Machen wir das nirgendwo? Ah ja, wir haben keine Metallbarren mehr. Aber wir können das ja insgesamt nochmal ein wenig... Ja, ja, hier habe ich jetzt auch Material verwendet. Sehr schön. Und Metallwerkzeuge. Damit läuft das auch schon sehr effizient. In den Webereien hätte ich noch Räder übrig, wie es scheint. Da produzieren wir schön den Stoff. Ich hätte jetzt Wolle. Aber produziere ich genügend Wolle, ist die große Frage. Wo sehen wir denn die Wolle? Ist das hier eine Ressource? Salz, ja, Wolle. Wir produzieren wohl 0,5 pro Runde. Das wäre dann wahrscheinlich nicht genug, weil wir bräuchten ja eine pro Runde. Nee, dann reicht das mit der Wollproduktion noch nicht. Aber wir haben auf jeden Fall überall unsere Räder am Start. Ja, wie war denn das? Wartet mal. Ich produziere hier schon Gewänder unendlich. Dauert aber sehr lange. Ich brauche dafür Tuniken direkt. Dann dauert das 3 Runden. Jetzt muss ich aber neue Tuniken produzieren. Wir produzieren jetzt hier unendlich die Stoffe. Dauert aber noch 1,3 Runden. Dann machen wir jetzt hier noch einen Stoff fertig. Und ich hoffe, dass ich damit dann mit dem Stoff direkt die Tuniken wieder beginnen kann. Dann sollte das doch hoffentlich laufen. Ja, 2 Gold können wir da noch verwenden. Das passt. Gut. Gut, gut, gut. Was haben wir hier? Beziehungen wurden unsympathischer. Wir haben endlich die Steinmauern noch ausgebaut dort in Anzium. Das ist gut. Gibt uns einen gewissen Schutz. Londinium bräuchte wahrscheinlich langfristig auch Steinmauern, aber da haben wir jetzt noch nicht so eine Produktion. So, wir haben die Gastfreundschaft uns noch geholt. Es gibt uns Gasthäuser und Gourmetgerichte. Die sind durchaus sehr wertvoll. Wir gehen jetzt sofort auf die Seefahrt. Den Rest hier werde ich hinten zurücklassen. Habe ich jetzt in Capo auch schon einen Dock gebaut? Noch nicht. Das geht natürlich überhaupt nicht. Dann plane ich das hier mal nach der Schmiede, das Dock. In Rom habe ich es jetzt ja, glaube ich, schon gebaut. Heißt, das sollte ich natürlich einen Spezialisten im besten Fall verändern, der im Dock arbeitet. Das gibt nochmal ordentlich Power. Verzichten wir hier mal drauf und gehen dorthin. Das sorgt nämlich dafür,
dass das Dock uns nicht nur 10% bringt. Wenn ich das jetzt anklicken könnte. Nö, es möchte nicht. Muss ich das irgendwann... Okay, wartet mal. Ich muss, glaube ich, vorher Rom immer anklicken. Genau. Wir bekommen jetzt 20% Stadtproduktion obendrauf. Das ist schon nicht schlecht. Hier, unser Dock gibt uns sozusagen 5,2 Produktion. Damit kann man doch schon mal was anfangen, um hier schneller noch Sachen zu bekommen. Ich muss das ja nicht immer alles klicken. Ja, die Palmyra sind Gegenspieler, das wundert mich jetzt nicht. Und in Rom haben wir noch einen Weber, der jetzt aber nichts macht. Hä? Ich habe doch gerade die Weber durchgeguckt. Gewänder. So, du machst noch einen Stoff und dann kommen hier die Tuniken. Ich dachte, ich hätte den einen auf unendlich Gewänder eingestellt. Genau, hier fehlen leider die Tuniken gerade. Aber hier werden ja dann in Zukunft bitte unendlich Tuniken produziert. Heißt, du machst bitte jetzt unendlich Stoff. Was ist daran so schwer zu verstehen? Wir nehmen jetzt einfach mal die Wolle, die da ist. Oh, nee, halt keine Läuferteppiche. So. Gut, dann passt das. Wir schreiten voran. Wir haben noch einen Stamm hier oben getroffen. Biom entdeckt. Was? Irgendein Krieg hat begonnen? Aber nicht mit uns. Ah, die sind mit Belgien und Leopold I. im Krieg, die Byzantiner. Ja, hier im Osten. Das betrifft uns erstmal nicht direkt. Wir haben noch eine Veranstaltung. Führend in der Ausbildung. Okay. Bildung und Nahrung über dem Kopf. Seine Stammesältesten erklären, dass diese Anfrage eine enorme Ehre sei. Ein junger Mann. Ja, wir können Beziehungen verbessern, kriegen auch noch Wissen in der Hauptstadt für 15 Gold. Das mache ich, das ist gar kein Thema. Beziehungen sind freundlich geworden. Man könnte versuchen, ein Bündnis vorzuschlagen. Die sind aber gerade im Krieg, da will ich mich jetzt nicht reinziehen lassen. Ich habe nochmal eine Drogerie gebaut. Haben wir noch... Oh, wir haben... Aber haben wir überhaupt so viele Alraunen? Ne, die sind dann jetzt fast aufgebraucht. Lassen wir das mal leer. Aber auch Tee habe ich aktuell nicht genügend, wenn ich das richtig verstehe. Ja, gut, dann nehmen wir vielleicht ein bisschen Gold. Mehr Drogerien können wir aktuell nicht im Griff haben. Und Capua ist nochmal gewachsen. Da bräuchte ich jetzt aber, um nochmal an diesen Meteoriten ranzukommen, der natürlich durchaus schön ist. Und auch die Alraune, oh ja, die wäre auch nicht schlecht, aber da bräuchte ich jetzt mehr Anspruch. Das heißt, vielleicht wäre eine Überlegung, ja, theoretisch wäre eine Überlegung, hier nochmal eine Stadt zu gründen, aber hier ist nirgendwo Nahrung, aber halt lauter gute Ressourcen. Alter, hier sind noch zwei Meteoriten, das ist ja der Wahnsinn, und noch Alraunen. Oh je. Aber ich glaube, wir haben nichts mehr super Spannendes. Wir könnten jetzt warten, bis wir hier einen zweiten Anspruch haben und uns dann wenigstens den Meteoriten hier noch holen. Ja. Aber den Spezialisten sollten wir schon verwenden. Ich würde ihn ja gerne jetzt schon in der spätere Dock bauen, aber das geht natürlich nicht. Dann packe ich ihn mal hier rein. Achso ja, der Anspruch ist mir schon klar. Hier oben wurde nochmal der Stadtrang von Brundisium erhöht. Was pushe ich hier? Hier haben wir auch eine Drogerie. Machen wir mal die Weberei dort. Gepusht. Ah, ich brauche hier wieder eine Wohnung. Baue ich schon. Perfekt. Beschleunigen wir das hier mit dem Gold, was wir haben. In Rom haben wir dann jetzt auch unsere Wohnung. So, Annehmlichkeiten sieht alles noch ganz gut aus, außer hier in Londinium. Da bräuchte ich, ja, entweder Brot, um 10 Gesundheit zu bekommen. 15 bringt uns auch nichts, ne? Der nächste... Wieso wird mir der Schwellenwert hier so falsch angezeigt? Wir sind doch bei 53. Ich glaube, bei 60 ist hier das nächste, oder? Das heißt, ha, Brot könnte reichen oder einfach ein Verband. Ein Verband reicht auch. Nahrung haben wir noch genug. So, haben wir alles erledigt. Verschiedene Metallwerkzeuge wurden wieder gebaut. Das heißt, das könnte man natürlich noch verwenden, um zu gucken, dass die alle... Metallwerkzeuge hier langfristig bekommen. Unsere Metallwerkzeuge, so. Ich habe ein bisschen sehr viele Drogerien gebaut, aber die geben ja auch immer noch mal einen Bonus, die einzelnen Gebäude. Deswegen ist das ja schon relativ gut. Hier haben wir schon Metallwerkzeuge. Hier auch. Okay, Drogerien sind durch.
Ich habe diese eine Gärgrube, die aber irgendwie... Haben wir genügend Getreide dafür? Ja, können wir auch noch Getreide nutzen, um noch ein bisschen Sirup zu produzieren. Ich könnte auch Wein produzieren. Man darf, ich hab mich ja lange gegen diesen Wein gewehrt. Eigentlich, ich meine, der reduziert nur ein Stadtwissen und gibt uns nochmal Zufriedenheit. Ha, es ist schon gar nicht so schlecht. Aber dafür bräuchten wir wahrscheinlich, ja gut, ich habe Trauben. Haben wir sogar abgebaut, die Trauben. Machen wir mal 8 Trauben hier. So, Gärgrube haben wir uns angeguckt. Die große Feuerstelle hat auf jeden Fall mehrere Verbesserungen. Ah, ich hatte hier den Sirup verwendet, den ich jetzt natürlich nicht mehr produziere. Dann nehmen wir noch das Gewürz, wenn wir das noch haben. Handelsposten hat keine besondere Verbesserung. Die Keramikläden, die bauen hier mir die Ziervasen. Die haben auch schon, hier noch nicht, Metallwerkzeuge. Das lassen wir leer. So. Das dazu, dann der Kornspeicher. Will ich da Geld noch investieren? Nee, es dauert trotzdem nur noch 3 Runden, okay. Gut, das ist der Kornspeicher. Jetzt haben wir sie fast durch. Die eine Metzgerei, die wir aktuell haben. Da machen wir das Pökelfleisch. Produziere ich denn jetzt eigentlich genügend Salz? Insgesamt 2. Produzieren wir Salz? Nein, wir produzieren aktuell kein Salz, also kann ich das eh nicht verwenden. Ah, wir haben auch keine Metallwerkzeuge mehr. Gut. Also mehr müssen wir nicht durchschauen. Aber Rom ist untätig geworden. Rom bräuchte noch mehr Nahrung langfristig. Je größer eine Stadt wird, desto mehr... Ach stimmt, wir bräuchten da eigentlich die... stimmt, für bewässerte Bauernhöfe. Ja, jetzt habe ich natürlich überall diese Änderungen schon vorgenommen. Das ist aber gerade nochmal wichtiger. Deswegen nehme ich einfach hier nochmal kurz Steinwerkzeug. Und dann machen wir hier noch schon einen bewässerten Bauernhof. Aber habe ich jetzt hier noch irgendwo Platz? Weil das ist ja noch nicht frei. Hier ist schon alles belegt. Ist der Hof noch nicht verbessert worden? Dann könnten wir den noch verbessern, natürlich. Oder ich gehe hier unten auf ein Dreier-Bauernhof-Feld. Ne, wir machen erstmal hier einen besseren, eine Verbesserung quasi. So, wir haben noch eine Veranstaltung. Die Liga. Wir könnten die Republik freischalten. Was haben wir denn aktuell für eine Regierungsform? Wir haben die Monarchie. Und aktuell haben wir noch nicht die Republik. Bei der Republik ist der Vorteil, man hat mehr Stadtobergrenze. Man kann aber kein Gold mehr pro Zug für jede Stadt, die wir besitzen, bekommen. Aktuell bekommen wir immerhin 30 Gold. Dafür würden wir andere Sachen... Ich glaube, wir würden auch hier nicht Sicherheit, sondern Wissen bekommen. Die Republik würden wir ansonsten später auch bekommen können durch Technologie. 30 Gold. Naja, dann hätten wir schon nicht mehr so viel Gold, muss man sagen. Hm. Verbesserte Beziehungen mit... Ja, komm, wir machen das trotzdem. Wir machen das trotzdem. Und wir bekommen halt nochmal Zufriedenheit. Das ist schon stark. Damit haben wir jetzt hier fast überall 95, 75, 100, 90, 90, 80. Also wir haben jetzt eine extrem hohe Zufriedenheit. Auch wenn uns jetzt ein bisschen das Thema Gold fehlt. Das müssen wir jetzt erstmal so akzeptieren, sage ich jetzt mal. Okay, das war der bewässerte Bauernhof. Ich habe keine Pflüge mehr, meine Güte. Na gut. So, seefahrend sind wir jetzt. Fantastisch. Und damit sind wir in der Antike angekommen. Ausgezeichnet. Jetzt heißt es, was machen wir hier noch? Den Tempel von Bel könnten wir natürlich gründen, der uns Religionsverbreitung bringt. Ist jetzt aber nicht ganz so wichtig. Bringt uns natürlich nochmal 100 Prestige, aber wir sind ja, glaube ich, so weit voraus, dass das erstmal nicht notwendig wäre, noch mehr, ich sag mal, stark auf Prestige zu setzen. Elite-Training, ja, ich glaube, unsere Armee ist stark genug, das können wir uns auch sparen. Stipendium wäre gar nicht so schlecht. Haben wir noch irgendein Ziel, was wir erreichen sollen? Den Palast haben wir gebaut und die 10.000 Bevölkerung, das waren alle Ziele, die wir hatten. Stipendium, da könnten wir natürlich auch die Celsus-Bibliothek errichten. Dafür müssen wir dann halt noch Bücher produzieren.
Und Bücher produziere ich nochmal in Universitäten, Druckereien und Bibliotheken. Bibliothek. Dafür brauche ich aber wieder Papier. Heißt, eigentlich wäre es wichtig, als erstes Papier zu haben. Dadurch bekomme ich auch die Bibliothek. Und Papier bekomme ich aber auch nur durch Technologie, Universität oder Papier. Und Universität würde erst später kommen. Ha. Diamant. Da müsste man natürlich beides forschen. Schön wäre es, wenn man entweder oder machen könnte. Aber wenn ich mir halt jetzt das hole, dann kann ich halt nichts davon nutzen, weil wir noch kein Papier haben. Wir könnten aber natürlich auch auf Algebra gehen und die Akropolis bauen. Na gut, Bauproduktion für Triumphverbeute ist jetzt auch nicht so wertvoll. Bei der Celsus-Bibliothek würde man immerhin 35 Wissen für die Stadt bekommen. Das ist langfristig natürlich schon stark. Kerze. Die Akropolis. Ja, oder wir verzichten auf jetzt irgendwie hier eine komplizierte Bücherproduktion und sagen, hey, wir bauen einfach die Akropolis und holen uns die Algebra und haben dann noch Akademien überall, die uns Wissen bringen. Ja, ich glaube, die Algebra macht schon Sinn. So, Londinium kann wachsen. Ich würde sagen, wir holen uns die Kuh im Süden. Wobei natürlich auch noch ein Dock. Ah, vielleicht sogar erst das Dock für die Produktion dort vor Ort. In Londinium, die Produktion ist ja eh ein bisschen langsam. Dann könnten wir aber sogar das Dock hier drüben verwenden. Das ist immerhin eine 5. Hier ist aber auch eine... Warte mal, wie ist denn das? Ja, hier ist auch eine 5 und wir würden dann an den Fisch kommen. Ich glaube, dann nehme ich doch Illyrien. So, hier haben wir noch einen Schmied, der nichts macht. Habe ich überhaupt noch Kupfer? Produktion von Kupfer. Wir verbrauchen noch kein Kupfer. Perfekt. Eisen. Oh, ich glaube, ich habe aber noch einen Schmied irgendwo gebaut. Ich werde jetzt hier noch nicht das Eisen verwenden, sondern den Schmied machen lassen. Und bei Carpur wollten wir hier den Anspruch sparen, hatten wir gesagt. Ja, nächste Runde. So, gleich kommt die Wildtierjagd. In Alba Longa haben wir einen Anspruch erzeugt. Da habe ich auch noch keinen Dock gebaut. Kommen wir hier noch irgendwo bei irgendwas Spannendem hin? Da oben komme ich eh hin. Ah, warte mal, was ist denn hier? Ah, ne, das ist ein... Ist das nicht ein Stamm? Ja. Seitenraupe bei dem Stamm tatsächlich. Hier unten wären noch die Alraunen. Und eben diese Meteoriten, wo wir schon so ein bisschen sparen. Und Alraunen könnten wir brauchen, das wäre nicht schlecht. Das heißt, entweder die Fünfer und nochmal die oder die Vierer. Dann nehmen wir doch die Fünferregion. Dann noch eine und dann kommen wir vielleicht noch zur Alraune. Ich glaube, das wäre sinnvoll. Machen wir das mal so. Hier genau, hier baue ich nämlich auch noch eine Schmiede. Auch hier bin ich wieder völlig... Eigentlich macht das wieder gar keinen Sinn. Ich müsste die Schmiede auch dort bauen, wo die andere Schmiede ist. Ich habe das, naja, bisschen ungünstig gemacht. So, wir bauen hier noch einen Dock. Aber wir können das jetzt ja noch theoretisch verbessern. Wo habe ich denn meine Schmieden? Die eine Schmiede habe ich in Carpur gebaut. Da habe ich doch noch Platz für Schmieden. Ja, eben. Dann bauen wir nicht in Alba Longa noch eine Schmiede. Hier, weg damit. Sondern, um hier mal ein bisschen die Produktion zu stärken, bauen wir dann auch hier noch eine Schmiede neben die andere Schmiede. Zack, das gibt einen ordentlichen Bonus. Für alle, die übrigens denken, dass eine Werkstatt auch Industriegebäude pusht, das ist nicht ganz korrekt. Die pusht nur, dass man die schneller bauen kann, aber die pusht nicht die handwerkliche Produktion quasi. Das habe ich mal genau mir angeguckt. Das fragen sich vielleicht einige. Wir haben die Dornsavanne entdeckt, okay. Ich habe keine Pflüge mehr, das ist traurig. Wir produzieren jetzt auch schon sehr viel Reis. Und Rom ist mal wieder untätig. Das Tier ist noch nicht bekämpft worden. Wir könnten tatsächlich bald nochmal eine Wohnung brauchen. Ich glaube, wie sieht es denn im Innenstadtbereich aus? Da habe ich einen Hof gebaut. War der von Anfang an? Den habe ich von Anfang an gebaut. Und man könnte auch diese Werkstatt hier mal einreißen. Dann bauen wir hier lieber noch Wohnungen im Innenbereich.
Möbel haben wir hier. Statt dem Korb nehmen wir mal noch... Na, wobei, wir haben die maximale Zufriedenheit. Ziervasen würden hier uns nichts mehr bringen. Habe ich das da hinten? Habe ich die Kuh schon verwendet? Nee. Na, dann wird's aber Zeit. Dann bauen wir noch einen bewässerten Bauernhof. Ein Abkommen wurde vorgeschlagen. Ah, Forschungsabkommen. Gerne doch. Je mehr Forschung, desto besser. So, dann plane ich hier auch die Wohnung, bitte. Im Stadtzentrum natürlich. Werkzeuge pushen sich auch nicht. Also, wir könnten halt noch jetzt den Werkzeugmacher, den ich irgendwo gemacht habe, noch nachbauen. Einfach, dass wir wieder noch mehr Werkstätten haben. Also nicht den Werkzeugmacher, den Werkstättenmacher. Gut, die Weberei, wie gesagt, das würde sich jetzt auch nicht doppelt lohnen hier. Baue ich einfach die Werkstatt da unten hin, das geht in Ordnung. Ich sehe gerade, ich habe hier noch einen Spezialisten frei. Im Dock arbeitet schon jemand. Noch mehr Nahrung. Kann für Rom langfristig nicht schaden. Das sind wir schon in 10 Runden wieder auf der nächsten Stufe und dann wird es schon happig. Wir können Drogerien wieder auf Metallwerkzeug verändern. So, Anzium ist gewachsen und kann in den Süden sich ausbreiten. Die Frage ist nur, wollen wir Baumwolle doppelt? Oder denn, wir haben jetzt schon Reis woanders, wir holen uns jetzt die Baumwolle. Sehr schön. Warte mal, wir wissen nicht so richtig, was wir in Rom bauen. Wie wäre es denn? Haben wir nicht jetzt mittlerweile Gebäude, die mir Wohlstand bringen? Und zwar, das Gasthaus generiert Vermögen. Da ist aber egal, ob ich das mit jemandem anders zusammenbaue. Okay, Gasthaus wäre eine Möglichkeit. Ah, stimmt, der Leuchtturm bringt auch noch hier Punkt. Ne? Da habe ich jetzt keinen Platz frei. Okay. Leuchttürme muss ich auch noch bauen, aber Gasthäuser, ja. Wie viele Gasthäuser kann man denn so bauen? Oh, ein einziges? Nationenlimit, oh krass, man kann nur ein Gasthaus haben. Das ist ja beeindruckend, okay, wow. Dann wird das mal ein bisschen nach oben gepusht, das würde ich gerne schnell haben wollen. Das ist sehr stark, nämlich so ein Gasthaus. Und das ist, weil die Münzprägeanstalt, produziert die denn uns? Die produziert nebenbei kein Gold. Handels. Waren das nicht immer Handels? Haben wir keinen Handelsposten oder so? Oder habe ich die... Es kann sein, dass ich die schon alle gebaut habe. Lass mich mal kurz gucken. Ha ja, Handelsposten. Ich habe nur einen. Kann man nur einen einzigen bauen? Der bringt nämlich noch 10 Gold. Ah, ich kann wahrscheinlich nur einen pro Stadt haben. Kann das sein? Und wir brauchen ja aktuell Gold. Also... Handelsposten, schau an. Man kann insgesamt wie viele haben? Egal wie viele, pro Stadt einfach einen, okay? Dann sollte man langfristig einfach in jeder Stadt einen bauen, weil man einfach damit Gold verdient. Kostet natürlich auch Nahrung, Holz und Material, also das muss man halt genügend haben. Oh, wir brauchen auch dringend Nahrung, sehe ich gerade, aber erstmal plane ich noch den Handelsposten. Hier unten. Und habe ich überhaupt... Ja, Nahrung ist hier leider echt. Ich könnte das Fischernetz noch nutzen. So, Fischernetz. Wir haben jetzt hier ein bisschen Nahrungsengpässe und dabei verwende ich, glaube ich, schon die maximale Nahrung, die ich verwenden kann. Doch, nee, ich kann noch. Ich könnte noch 10 Nahrung erübrigen, gerade so. Oh, Gewänder wären sehr gut, aber ich werde wohl noch Pökelfleisch hier anbieten müssen, sonst wird es hier so ein bisschen eng. Kapur ist schon groß gewachsen, aber ohne Nahrungsfeld ist das tatsächlich kritisch. Und hier ist halt nirgendwo Nahrung. Also wirklich, alles nur Holz, eine Nahrung. Man könnte noch hier hochgehen. Oh, wo sind die Spezialisten aktuell? Ich muss die mal auf Nahrung setzen. Hier, mehr Nahrung, bitte. Kann ja nicht wahr sein. So, die Einheit ist untätig. Ah, die hat ihn getötet. So, na dann schau an. Dann werde ich auch hier noch langfristig einen bewässerten Bauernhof da reinsetzen. Zack. Gut, damit ist die Einheit untätig und kann von mir aus hier mal nach Londinium hochmarschieren.
Und wir haben noch Sachen gebaut. Eine Wohnung, da können wir ein Möbelstück reinpacken und eine Ziervase für mehr Zufriedenheit. Und ich sehe, hier haben wir noch eine Annehmlichkeit frei. Dann machen wir doch hier jetzt die Gewänder, die uns nochmal einen krassen Push geben. Wir sind auch schon wieder auf dem besten Weg für ein goldenes Zeitalter tatsächlich. Und hier haben wir noch einen Wasserbrunnen gebaut. Anzium ist das, ne? Da sehe ich aber gerade, der Wasserbrunnen ehrlicherweise... Wieso habe ich... Ja, da, ich habe hier den Anzium nicht so gut gebaut. Das, hier unten ist ein Vierer Nahrungsfeld. Da wäre der Brunnen besser aufgehoben gewesen. Aber gut, zu spät. Hier holen wir uns noch Getreide. Und dann immerhin hier nochmal ein Dreier Nahrungsfeld. Und das Kupfer habe ich aber auch noch nicht verwendet. Die Steingrube. Und war hier nicht auch noch Eisenerz? Die Stein... Eieieiei. Das hat natürlich sehr hohe Priorität. Dann können wir nämlich schneller unsere Schmiedeproduktion starten. Wir machen mal das Dock vorher noch, bitte. Und ich habe hier auch noch Experten zu meiner Verfügung. Na, schau mal, man kann hier... Oh, durch einen Experten in dem Brunnen bekommt man nochmal hier Gesundheit. Das wird dann damit langfristig unser Wachstum weiter stärken und pushen. Sehr schön. Nächste Runde. Damit haben wir die Algebra und können jetzt die Akropolis bauen. Das heißt, ich brauche aber natürlich einen Bauplatz dafür. Das erhöht halt die Stadtproduktion für Triumphverbesserungen. Und eine Akademie kann ich auch bauen. Und wir erforschen noch drei weitere Technologien. Bergwerk hört sich natürlich auch grundsätzlich wichtig an. Zahnräder. Wo muss man noch das Ingenieurswesen? So, ja, ich denke, Rom macht... Ah, wobei, wir werden uns mit Rom nicht mehr so viel ausbreiten können. Das ist ein bisschen das Thema für die, für weitere Triumphgebäude. Ich habe hier ein Sägewerk gebaut. Das ist aber eine einzelne Region, oder? Ist das eine... Ich bin verwirrt. Oder, nee, das gehört hier dazu? Ah, nee, das gehört hier zu der Region dazu. Okay. Wo haben wir denn noch Wachstum? Anzium hat doch noch ein solides Wachstum vermutlich. Wobei ich da jetzt ganz viele andere Sachen baue. Londinium ist halt noch sehr klein. Da haben wir nur 14 Produktion. Anzium haben wir aktuell 18. Ist auch nicht so viel. Alba Longa hat auch nur 15. Ja, aber Capua hat schon ordentlich Produktion, aber da haben wir keine Nahrung. Da können wir nicht noch so viel mehr wachsen tatsächlich. Dennoch könnten wir natürlich in Capua die Akropolis bauen, aber ja. Die Nahrung wird uns hier einen Strich für das Wachstum. 12 Runden bis zum nächsten Wachstum. 6 Runden in Anzium. Aber wir hatten in Anzium halt. Gut, wir hätten noch Reis. Reis muss natürlich nicht unbedingt sein. Dann planen wir die Akropolis. Planen wir die in Anzium? Ja. Von mir aus planen wir die mal in Anzium. Weil ich genügend Gold habe, pushe ich das alles ein bisschen. So, gehen wir hier mal ein bisschen schneller vorwärts. Krieg hat wieder begonnen im Osten. Ah, wir haben unser Gasthaus gebaut. Wir können direkt Gourmetgerichte machen. Mit Brot und Pökelfleisch. Und, ah gut, das Speiseöl wird bald weg sein. Ah, das Speiseöl brauche ich gar nicht, okay. Machen wir unendlich Gourmetgerichte. Sehr schön. Und wir haben ein Meisterwerk geschaffen, meine Damen und Herren. Das gibt uns nochmal 50 Prestige. Nicht, dass wir das Prestige bräuchten. Meisterwerk wird erstellt. Ich überlege gerade, ob Homer vielleicht noch woanders gut wäre. Kulturberater. Ich weiß nicht, was uns Homer noch bringen kann. Ich werde ihn mal wieder da weg beordern. Machen wir hier die nächste Runde. Die scheinen uns aber auch nicht mehr angreifen zu wollen. Das trauen sie sich ebenso nicht. Die Einheit ist untätig, das ist korrekt. Die wird dort bitte befestigt. Ich wollte hier das Dock pushen, aber mir fehlt ein bisschen das Geld. Stimmt, ich wollte überall Handels... Sachen bauen. So. Ich brauche noch zwei weitere Technologien.
Ja, vielleicht hole ich mir jetzt doch die Papier und Bücher. Arena und Zitadelle ist nicht ganz so wichtig. Kerzen wäre noch nice to have, glaube ich. Konservierte Lebensmittel sind auch sehr stark, muss jetzt aber nicht unbedingt sein. Komm, dann holen wir uns jetzt Papier und dann doch noch das Stipendium danach. Brundisium ist untätig, sowas. Brundisium. Ja gut, dann bauen wir doch einfach mal hier eine Akademie, um noch das Wissen zu pushen. Ist auch egal, wo ich die baue, richtig? Ja. Bauen wir die hier unten. Lohnt sich hier eigentlich noch irgendwie ein... Ah, ich wollte hier auch ein Dock bauen. Ist auch egal, wo. So, Anzium baut das Dock. Londinium wollten wir doch auch ein Dock bauen. Hier drüben bitte. Nach dem Jagdlager. Und natürlich noch mehr Handelsposten, haben wir gesagt. Wobei hier schon der Platz ein bisschen eng wird. Da unten hin. Schau mal, hier ist auch noch Platz für einen Handelsposten. Und ich habe auch einen Spezialisten. Ich denke, mehr Alraunen können uns in unseren Drogerien helfen. Hier können wir auch noch einen Handelsposten errichten. So, wir haben nochmal eine Veranstaltung. Wir könnten mit Thailand Beziehungen wieder verbessern, die an unseren Grenzen sind. Nö, ich hole mir lieber 5 Gesundheit. Sollen die mich doch angreifen? Ich habe ja hier auch meine... Ich habe meine Belagerungswaffe einmal dabei. Das müsste ja reichen, um den Sieg davon zu holen. Wir können ja mal kurz gucken, wie stark die anderen Einheiten sind. Vor allem Thailand mit militärischer Stärke. Ja, Thailand hat einfach gar keine Armee mehr. Wir sind bei 304 führend auf jeden Fall. Damit haben wir hier nochmal eine Geschichte. Ah nein, mir fehlen 2 Farbstoffe. Ich habe nur einen. Die Anfrage erwägen. Ja, die würde ich gerne erwägen. Ich kann doch bestimmt Farbstoffe erhandeln. Ah, das Thema war, wir hatten niemanden, mit dem wir handeln konnten, oder? Wie war denn das? Ah, das ist blockiert. Ja, verdammt. Ja, das ist der Nachteil. Aber ich habe doch jetzt auch extra Docks gebaut, oder? Hatten wir nicht mit Belgien gehandelt? Du brauchst offene Grenzen. Was, ich habe keine offenen Grenzen mit Belgien? Das ging nicht, oder was? Ja, die haben irgendwie die Grenzen geschlossen, obwohl wir fast ein Bündnis, also wenn man einen Technologiepakt. Weiß nicht, was die sich hier denken. Na gut, ich denke, wir sind mal am Ende der Folge angekommen. Wir werden, wenn es gut läuft, bald am Ende des Aktes ankommen. Müssen wir mal gucken. Auf jeden Fall ins frühe Mittelalter vorstoßen. Das sollten wir schön schaffen können hier. So. Gut, dann würde ich sagen, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, alles Gute, euer Gaius.